Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, kommentiert von Rems Girata. So, wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben mit einem kleinen Problem, das uns erwartet, genauer gesagt drei großen Probleme. Drei HK-50s, die wahrscheinlich auf uns warten, sonst würden sie da nicht so erwartungsvoll rumstehen. Heißt, dass ich mich mal hier hinten verstecke und mal sehen, wie ich T3 aufrüsten kann. Ich hoffe, dass wir Möglichkeiten haben, ihn so weit wie möglich aufzurüsten, dass er jetzt da besteht. So, mal sehen, was wir hier reinbauen können. Anatomiebibliothek. Gegen Menschen. Nee, das sind Droiden da. Antriebsbooster. In Ordnung. Defensivbonus 2, Geschicklichkeit 1. Das hört sich sehr gut an. Das merke ich mir. Haltbarkeitsupgrade. Das hört sich auch sehr gut an. Allerdings nicht so gut wie das da. Parabolsystem, Reflexe plus 2, Geschicklichkeit 2 ist auch sehr gut. Selbsterhaltungseinheit, Regeneration 3 ist auch sehr gut. Allerdings werde ich hier erstmal den Antriebsbooster einbauen. Denn wir haben hier noch einen Slot frei und mal sehen, was wir da so reinbauen können. Regeneration, Reflexe, Tapferkeit plus 2, Konstitution 1 ist, denke ich mal, das Beste von denen allen. Genau, das werde ich nehmen und dann hält er ein bisschen mehr aus. Was haben wir hier? Kriegsupgrade. Ja, das lassen wir mal drin. Das war auch das einzig verfügbare Einbauteil für diesen Ausrüstungsslot. Okay, ab zum nächsten. Droiden-Ionenblaster. Ionenblaster ist gut. Ionenblaster hilft nämlich sehr gut gegen andere Droiden. Und von daher lasse ich den drin. Was haben wir hier? Schockarm. Elektrizität. Naja. Kälte 20 Punkte. Ich bin mir nicht sicher, ob das sehr wirkungsvoll gegen Droiden ist. Ionenbolzen. Baue ich lieber noch einen Ionenbolzen ein. So, Agrinium-Panzer oder einen normalen Aufprallpanzer Mark 1. Ja, ich nehme den Agrinium-Panzer, der ist besser. Der Deflektor-Schild. Vor Energie 50 Punkte, das ist wenig. 60 Punkte. Energie, wir müssen jetzt vor allen Dingen auf Energie achten, weil ich mal denke, dass die dort, ja, Energiewaffen haben. Einheitsgitter, aha. 110 Punkte. Das ist sehr gut, das werden wir nehmen, schätze ich. Ja. Nehme ich. So. Ja, und was die Waffen angeht, da haben wir ihnen schon die bestmöglichen, ihm schon die bestmöglichen gegeben. Wobei ich habe gerade gemerkt, dass wir ihm auch Blastergewehre geben können. Arkanianisches Blastergewehr, das macht ziemlich viel Schaden. 4 bis 15, das werde ich ihm mal geben. Und hoffe drauf, dass es die richtige Entscheidung war. So, jetzt haben wir ihn eigentlich so weit ausgerüstet, wie es nur irgendwie geht. Zumindest nach unseren derzeitigen Möglichkeiten. Das heißt, ich setze einen Quicksave. Und setze hier hinter die Tür noch Minen. Ich plane dann nämlich, mich zurückfallen zu lassen und mich irgendwo da hinter der Ecke zu verstecken. Dann müssen sie nämlich erstmal durch die Minen rennen. Was haben wir denn so für Minen? Die Schallminen verschleudere ich nicht, denn die brauchen wir, um eventuelle Behälter aufzusprengen, die anders nur schwer aufgehen. Oder gar nicht aufgehen. Splitterbombe. Gasmine wird nichts bringen. Ja, ich werde hier die 5 Splitterbomben hinsetzen. Und damit es auch wirklich durch eine laufen, damit ich mir sicher sein kann, kommt hier auch noch eine hin. Okay, dann müssen sie hier lang. Das heißt, hier noch eine. So. Und dann kommt noch eine hier hin. Und hier hin. Jetzt hoffe ich nur, dass sie nicht irgendein... eine Fähigkeit oder einen Ausrüstungsgegenstand haben, der sie Minen nicht auslösen lässt. In Ordnung. Dann speichere ich jetzt nochmal. Jetzt sind wir wirklich so gut wie möglich vorbereitet. Mal sehen, was es wird. Wer sind Sie? Sie haben hier nichts zu suchen. Selbstbewusste Aussage. Sie haben die Liste von Foggers Startcodes. Händigen Sie sie uns aus, sonst sind wir gezwungen, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Mm-mm, machen wir nicht. Bi-diet, bi-riet, diet, diet. Überraschte Aussage. Es ist wirklich naiv zu glauben, dass wir Ihnen erlauben, Ihrem Meister diese Information zu übermitteln. Das mache ich aber. Amüsierte Erkundigung. Sie werden bald bemerken, dass wir leicht im Vorteil sind. Geben Sie uns jetzt die Codes oder nicht? Ich habe eben vergessen vorzulesen, sorry. Jetzt mache ich das wieder. Diet, diet. Bi-diet. Bi
Reed! Deed! Deed! Ungläubige Aussage. Dann müssen wir sie ihnen abnehmen. Wir hatten ohnehin gehofft, dass die Dinge so verlaufen würden. Okay. Flucht. Ah! Derweil die auf mich zugerannt kommen und durch die Minen latschen, mache ich mal den Energieschild an. Super. Und den Ionenbolzen bereit. Systeme werden abgeschaltet. Einer weniger, fehlen noch zwei. Mit dem Ionenbolzen geht es echt gut. Okay, ich werde nur den Ionenbolzen verwenden. Obwohl beim letzten Mal, wenn die Gefahr halbwegs gebannt ist, werde ich auch mal den normalen Blaster einsetzen, um zu sehen, wie wirkungsvoll der ist. Abgeschaltet, Meister. Systeme werden abgeschaltet. Und bei ihm jetzt auch gleich. Okay, noch schützt uns unser Energieschild. Noch sind wir sehr gut geschützt. Wir nehmen keinen Schaden. Ach ja, ich liebe diesen Energieschild. Ich bin ja sonst eigentlich Energieschilden eher abgeneigt, weil sie halt nur eine begrenzte Ladung haben. Aber hier muss ich gerade echt sagen, echt genial das Ding. So. Werden abgeschaltet, Meister. Perfekt. Da sieht man's. Wenn man gut vorbereitet in sowas reingeht, dann hat man sehr gute Chancen, da auch wieder rauszukommen. Wir haben kaum Energie verloren. Perfekt. Überreste. HK Chassis. Haha, juhu! Das heißt, dass wir, wenn wir mal wieder an Bord der Herr Mohawk sind und den Kopf frei haben, sprich wenn uns nicht gerade ein Goto jagt oder Unmengen an Kopfgeldjägern, dass wir uns dann mal der beschädigten HK-Einheit im Frachtraum zuwenden können und sie komplettieren können. Ach ja, da freue ich mich drauf. Nehmen. So, habe ich es jetzt auch wirklich genommen. Ich will auf Nummer sicher gehen. Überreste? Nehmen. Perfekt. So, und auch hier noch die letzten Überreste. Nehmen. Ha, genial. Ich liebe ja sowas. Jetzt haben wir uns bald einen HK-Droiden zum selber bauen. Haha, schön. Ja, was sagst du denn? Wieso hast du die überhaupt durchgelassen hier? Bitte geh in das Lagerhaus und melde dich bei C73. Okay, er hat offensichtlich nicht wirklich einen Überblick, was da drin so vor sich geht. In Ordnung, weg hier. Warte, wo willst du hin? Du bist nicht autorisiert, das Lagerhaus zu verlassen. Tja. Hey, das ist unser Astromech-Droide. Wurdest du nicht verkauft? Das gibt's doch nicht. Er sagt, dass er die Transponder-Codes hat, mit denen Goto Foggers Frachter entführt. Wenn wir die ID-Signatur der Ebon Hawk ändern, kommen wir bequem auf Gotos Yacht. Wir könnten die Signatur der Ebon Hawk in der Werkstatt in der Nähe des Landungsdecks ändern. Und schon sind wir ein interessantes Ziel für Goto. Ich bin dabei. Ja, klar. Du wolltest ihn doch unbedingt an Goto verkaufen. Ja, und ich mag es nicht, wenn man mich übers Ohr haut. Glaub mir, Gotos Yacht hat ein paar ziemlich schwere Geschütze. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Hm. Mira hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Sie ist mit einem Raketenwerfer bewaffnet und löst keine Minen aus, solange sie die Gruppe anführt. Könnte die ID-Signatur unseres Schiffes ändern? Eine der Signaturen von B5D8 oder die hier, ich weiß nicht mehr, wer B5D8 ist, von daher werde ich mal die hier nehmen. Al-Kandor. Zahl. Perfekt. Die Ebon Hawk wird von Gotos Yacht attackiert werden. Zwei Gruppenmitglieder können die Yacht betreten, um Ramsky-Rata zu retten. Wer ist die erste Person, die du auf die Yacht schicken möchtest? Ganz klar, Mandalore. Mandalore wird immer genommen, wenn sowas zu vergeben ist. Zwei Gruppenmitglieder können die Yacht betreten, um Ramsky-Rata zu retten. Wer ist die zweite Person, die du auf die Yacht schicken möchtest? Ja, da wird's schon schwerer. Mira auf keinen Fall, ich vertraue ihr nicht. Dieses Mal auf keinen Fall, ich vertraue ihr nicht. Kraya auf keinen Fall, ich vertraue ihr nicht. Ich 3M4, ich vertraue ihm, aber er ist ein bisschen schwach. Die Dienerin wäre eine Alternative, Etten oder Baudur.
In Anbetracht der Tatsache, dass ich Edna am meisten vertraue und er über die Macht verfügt, das heißt, wenn Mandalore mal Schaden nehmen sollte, kann Edna ihn heilen, werde ich Edna nehmen. Ich dachte, ihr wärt größer. Ich hoffe, eure Schmerzen sind nicht so stark, dass ihr meine Worte nicht mehr versteht. Ich bin Goto, einer der offiziellen Repräsentanten eines Teils des nicht sanktionierten Handels hier im ITUP-System und im Einflussbereich der Republik. Und ich möchte euch etwas fragen. Seid ihr ein Jedi? Er kommt gleich zur Sache. Das ist schon mal sehr positiv, ist allerdings das Einzige, was mir derzeit an ihm positiv auffällt. Ich bin ein Jedi? Nein. Ich habe keine Verbindung zum Jedi-Orden? Nein, ich habe mich vor langer Zeit von den Jedi abgewandt. Okay, das ist echt die beste Möglichkeit hier. Wirklich? Das ist bedauerlich. Aber vielleicht seid ihr trotzdem noch von Wert. Es hat mich beträchtlichen Aufwand und Mühe gekostet, euch hierher zu bringen. Ich habe eine Aufgabe für euch. Tja, eine seltsame Art, mich um Hilfe zu bitten. Nur zu, ich bin ganz ohr. Nee. Ihr hättet meine Aufmerksamkeit auch einfacher erregen können. Habt ihr deswegen jeden Kopfgeldjäger und Attentäter in der Galaxis angeheuert? Habt ihr zu viel Angst, persönlich zu erscheinen? Ja, das stimmt. Angst? Nein. Es ist nur schwierig, an so vielen Orten gleichzeitig zu sein. Die Holotechnik ist derzeit die effektivste und bequemste Art, meine Befehle über große Distanzen zu übermitteln. Zumindest bis Aerotech den neuen Holotransceiver entwickelt. Aber bis dahin wird es zu spät sein. Es gibt etwas, das mir wichtig ist, das ich in Sicherheit wissen will. Die Republik, sie ist zerfallen. Die Ereignisse auf Peragos hatten Folgen, die sich inzwischen meiner Kontrolle entziehen. Ich will nicht melodramatisch werden, aber ich fürchte, die Galaxis hat dadurch bleibenden Schaden genommen. Diese Situation hat einen Großteil meiner Aufmerksamkeit in Anspruch genommen. Es scheint keinen verlässlichen Weg zur Lösung des Problems zu geben. Ihr habt mich durch die ganze Galaxis gejagt, um mich zu bitten, sie zu retten. Verstehe ich das richtig? Ihr wollt, dass ich der Republik helfe? Ihr macht wohl Witze. Ja, hier oben. Die Republik wird binnen eines Standardmonats kollabieren. Nicht wegen eines Krieges oder der Sezession, sondern weil sie sich nicht mehr selbst trägt. Nur wenige wissen es, aber die Republik hat den Jedi-Bürgerkrieg verloren. Zum Zeitpunkt ihrer Niederlage stand sie am Rande des Zusammenbruchs. Doch statt zu bleiben und seinen Feldzug gegen die Republik fortzusetzen, verließ Revan das bekannte Universum. Eine frustrierende Wendung, denn eine starke Führerfigur hätte viel zur Wiederherstellung der Ordnung beitragen können. So, mit dieser Situation werden wir uns das nächste Mal allerdings dann weiter befassen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, kommentiert von Ramskirata für heute. Ja, mir hat's wie immer Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Es spitzt sich langsam zu. Das nächste Mal wird es dann mit diesem sehr interessanten Gespräch mit Goto weitergehen. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Naja, das wird sich dann das nächste Mal, denke ich, klarer zeigen. Und ja, bis dann.